ganzes Haus voller Puppen. Für Brigitte Schemmann gehört dieser Anblick schon seit 22 Jahren zu ihrem Alltag. Sie ist erste Vorsitzende des Fördervereins der Puppenstube Otterndorf. Es ist sehr schön, ich mache es sehr gerne, ich mache es mit Herzblut und bin auch seit Anfang an dabei. Die Eröffnung war am 1. Dezember 2000, seit der Zeit bin ich auch aktiv dabei. Mit den Puppen gespielt wird hier aber nicht mehr. Sie werden gepflegt und ihre Geschichten interessierten Puppenfreunden näher gebracht. Das hat sich der Förderverein der Puppenstube zur Aufgabe gemacht. Ältere Menschen, die kommen rein, ach, wie schön, das hatte ich früher auch. Da werden Erinnerungen wach. Also die machen wirklich eine Reise durch die Kindheit. Und Jüngere sind ganz begeistert, weil sie das noch nicht gesehen haben, ne? Die Puppenstube gibt es seit dem Jahr 2000 und der leitende Förderverein wurde im März 2001 gegründet. Der Verein zählt rund 60 Mitglieder, 25 davon arbeiten aktiv in der Puppenstube mit. Ein eingespieltes Team, das sich auch mal abseits der Puppen trifft, und neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen. Bevor Corona aktuell war, haben wir auch Ausflugsfahrten gemacht, einmal im Jahr. Das war sehr schön. Und meistens machen wir einmal im Monat einen Stammtisch, dann gehen wir alle zusammen essen. Hier in der Puppenstube finden sich über 1000 Puppen aus verschiedenen Zeiten und Ländern. Von der alten Käthe Kruse-Puppe bis hin zur modernen Barbie. Hier ist für jeden was dabei. Auch ein paar echte Raritäten sind hier ausgestellt. Das Besondere an diesen zwei Puppen, da ist das Emblem Schildkröte und Käthe Kruse drauf. Nach dem Kriege waren diese zwei Firmen zusammen, haben die gearbeitet, was an und für sich nicht üblich war. Und sie haben beide das Emblem, das ist eine Seltenheit, denn die haben nur 7 Jahre zusammengearbeitet. Stehen die Puppen lange rum, sammelt sich natürlich Staub. Um wieder für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, müssen die Puppen auch mal umgezogen werden. Eva, guck mal hier. Ja. Die müssen wir jetzt mal umziehen. Ah, die hat einen Schlüpfer an, da brauchen wir keinen neuen. Nein. Bei uns hat jede Puppe einen Schlüpfer an. Dafür hat eine ehemalige Kollegin gesorgt. Die konnte das nicht haben, dass die Puppen keinen Schlüpfer hatten. Und auch die Haare müssen natürlich gekämmt werden. Wie passend, dass die zweite Vorsitzende, Eva Karlsdorf, früher als Friseurin gearbeitet hat. Ist das neue Kleidchen angezogen und die Haare gemacht, geht es für die Puppe zurück auf ihren Platz. Und jetzt bist du wieder frisch und ordentlich, bekommst deinen Platz wieder, ne? Und der Sommer kann kommen. Die Mitglieder des Fördervereins der Puppenstube Otterndorf freuen sich immer über Besucher. Angenommen werden können allerdings nur noch sehr alte oder sehr wertvolle Puppen. Es begeistert mich, dass es Leute gibt, also Geber, die kommen und möchten ihre Puppe, die ja mal geliebt wurde, in gute Hände geben. Und das versprechen wir auch. Die Puppenstube in Otterndorf ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Denn Puppen sind nicht nur zum Spielen da. Es gibt auch eine ganze Menge über sie zu erzählen. Das war nur einer von unzähligen Vereinen aus unserer Region. Noch mehr davon seht ihr immer montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalprogramm. Wenn ihr also wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet gerne ein oder ihr schaut einfach weiter hier auf unserem YouTube-Kanal und den dürft ihr selbstverständlich auch gerne abonnieren.